Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Video. Heute geht es für Lemmy und für mich schon wieder ins CC-Training, kann man sagen, weil wir sie bereits letzte Woche waren. Aber da durch Corona sehr viele Trainings ausgefallen sind, hat unser Trainer gefunden, er macht zwei gerade am Anfang. Und dann haben wir etwa in einem Monat, am 5. Juli, haben wir nochmal. Und das sind zwar drei verschiedene Standorte. Letzte Woche waren wir in Avance, diese Woche sind wir in Bern. Und im Juli sind wir dann in Salavo. Und ich finde es eigentlich gar nicht schlimm. Also das ist ja jetzt nicht wirklich eine Überanstrengung, wenn man eine Woche ins Saisontraining geht. Man muss halt schauen, dass man schon ja nicht noch weissens was ein Training unter der Woche hat, und das haben wir eigentlich nicht. Und von dem her freuen wir uns, dass wir auch heute wieder gehen dürfen. Leider ist das Wetter nicht allzu gut, also im Moment regnet es immer noch. Laut Regenradar sollte es theoretisch aufhören, am 11 Uhr, wenn ich das Training habe, aber es sieht irgendwie im Moment nicht so danach aus, aber wir gehen natürlich gleich. Auch der Gongur kann mal bei Regen sein, von dem her gehen wir auch beim Regen ins Training. Und wir wollen schliesslich hier die Erfahrung mitnehmen, die uns fällt im CC im Moment vor allem noch die Routine. Und deswegen gehen wir natürlich auch, wenn es noch so fest regnet. Eingeladen habe ich heute Morgen schon alles. Jetzt gehen wir dann gleich zum Morgen essen. Dann geht es auch schon in den Stall und auch schon bald los. Und heute werde ich versuchen, mit Helmkamera zu reiten. Also bis jetzt hatte ich sie immer hier so auf der Brust gehabt. Aber das kann ich am CC nehmen, wo man ja dort das Nummer hat. Und deswegen probiere ich heute mal mit der Helmkamera und schaue, wie das so geht. Ich hoffe, es gibt ein paar Aufnahmen, damit ich die euch dann auch zeigen kann. Nearly critical. You make me stronger than I've ever been before. But also weak and the knees falling to the floor. Afraid I lose myself deep in your eyes. And all at once I'm found and recognized. Uh-oh, you caught me, honey, unbelievable. Now that you got me, oh, it's unmistakable. Ooh, all the feels. Ooh, feel so real. All the emotions flood like the ocean. Ooh, all the feels. Each time your gaze meets mine, get all a flutter, feeling butterflies. Shot to the heart with all of Cupid's arrows. I'm flying higher with my own Romeo. Ooh, all the feels. Ooh, feels so real. All the emotions flood like the ocean. Oh,
say I live in a dream. Guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go, and I'll just make this bed my home. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams.
Wir sind jetzt wieder zurück aus dem Training und ich bin hier gerade die Sachen am ausräumen. Und es blättert. Ich habe euch noch schnell erzählen, wie es so gegangen ist. Also der Lehm ist wirklich sehr gut gegangen. Ja, beim Wasser hat er immer noch so ein bisschen Probleme. Und heute hat es auch vor ein paar Sprüngen gelungen gehabt. Das hat er natürlich nicht so cool gefunden, weil er mit mir dreckiger gelungen. Und was wir heute auch noch gemacht haben, ist das Bofmanns Grab, wo wir dann am ZKV-Final 2 Revue hatten. Und das haben wir heute zweimal genommen und dann ist wirklich beide mal drüber. Das erste Mal noch so ein bisschen komisch, aber dann ist er wirklich schön drüber. Und das freut mich sehr, weil ich verlinke euch schon hier noch das Video, wer es noch nicht gesehen hat. Das war wirklich dann sehr ärgerlich, aber er hat es dann das erste Mal gesehen. Also. Und jetzt hat er es wirklich schön genommen und da bin ich wirklich sehr zufrieden. Und das ist mit dem ganzen Training. Dann sind wir noch mit dem ganzen Team zusammengekocht und haben zu Mittag gegessen. Und jetzt sind wir daheim, wir räumen hier noch ausräumen und dann gehen wir dann noch mit der Marina Wägeli fahren.